aus diesem Garten, den wir gerade bepflanzen, ein kleiner Exkurs in Sachen Gestaltung. Hier hinten im Hintergrund sieht man eine dreistämmige Waldkiefer. Die ist so aus der Baumschule gekommen und jetzt schon erzogen als Hochstamm und wächst dann eben weiter. Warum eine Waldkiefer? Zum einen kommen da Rhododendren drunter, das passt sehr gut. Zum zweiten mag der Bauherr die zum Glück gerne. Zum dritten haben wir, wie man sieht, hier auch einen Kiefernstandort, natürlicherweise. Im Hintergrund sieht man also diese großen Waldkiefern, die es schon gibt, die aber gar nicht mehr auf dem eigenen Grundstück stehen, sondern relativ weit entfernt in der Nachbarschaft, aber sehr präsent. Und auf diese Weise, wenn wir hier das gleiche Gehölz wiederverwenden, kriegen wir natürlich eine Verbindung zur Nachbarschaft, zu der Gegend hier und erweitern sozusagen optisch ganz subtil den Garten über seine eigentlichen Grenzen hinaus. So, das ist so ein ganz probates Mittel aus der Gärtner-Trickkiste.